So, da bin ich wieder. Und dann machen wir uns mal auf zur Unfallstelle und gucken, was wir noch retten können. Weil wir können ja nicht dafür verantwortlich sein, dass ein armer, unschuldiger Hund stirbt. Auf die Kreuzung. Oh, da steht Morris. Morris? Oh, hallo Ethan. Was tust du hier? Ich habe es im Kronos erfahren und naja, du meinst den Unfall? Ja, armer Hund. Sind alle schon nach Hause gegangen? Ja, so ziemlich. Gleich nachdem du weg warst. Oh. Ich mache mich besser auch auf die Sache. Bis dann. Okay, wir sehen uns. Er traut um den Hund. Hier parkte der Laster. Und der Stift leuchtet. Ich muss doch irgendwas tun können. Ich werde Jacobs Hund retten. Der Besitzer des Stifts muss Zeit haben, um ihn zu benutzen. So stand es in diesem Brief, der zusammen mit der Uhr kam. Der Besitzer des Stiftes muss Zeit haben, meine Zeit also. Ich verliere sie, wenn ich ihn benutze? Aber Jacobs Hund wäre noch am Leben, wenn ich nicht gewesen wäre. Ja. Dann graben wir jetzt unser. Ich glaube, gibt es noch oder so. So. Hier sind ja diese Schnüre und. In welcher Höhe ist denn das ungefähr? Man kann das ja total mies abschätzen. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Hey, diese Schnur. Das ist es. Dieser Laster transportiert also einen Kühlschrank. Da draußen noch jemand anderes außer mir. Wer ist da? Was tust du denn hier? Hier hast du eine weitere Vergangenheit, die du ändern kannst. Wovon redest du? Ich habe diese Szene schon einmal gesehen, weil du sie mit dir da im Stift geändert hast. Du weißt von dem Stift? Du hast doch nicht etwa auch einen, oder? Nein. Der Holopen, von dem du sprichst, ist für mich unsichtbar. Aber du wirst schon bald merken, dass. Merken? Was denn? Diese Bilder erscheinen uns nur, weil jemand die Vergangenheit geändert hat. Und das schließt deine Veränderung mit ein. Dann gibt es da draußen noch andere, die auch so einen Stift haben wie ich? Das braucht dich nicht zu kümmern. Veränderst du jetzt für etwas oder nicht? Oh, ich werde dich nicht aufhalten. Dieses Mal nicht. Wer ist diese Kuri überhaupt? So. Sollte der Kühlschrank sicher genug stehen? Oh ja, das sieht sehr sicher aus. Besondere Vorsicht zahlt sich aus, wenn man an der Vergangenheit rumhantiert. Du musst alles versuchen, um unerwünschte Nebenerscheinungen zu vermeiden. So, das müsste genügen.
Hallo, wen haben wir denn da? Olivia klingt fröhlich. Wenn. Komm schon, nimm es nicht so schwer. Nu, Ben ist immer noch ganz traurig. Okay, ich rufe dich später an. Gott, was ist das denn für ein Sunny Boy? Geht klar, nach der Arbeit wäre großartig. Hat sie gerade geht klar gesagt? Wer ist dieser Kerl? Das ist... Ich glaube, sein Name ist Aaron. Mein Fahrrad ist kaputt. Etwas stimmt damit nicht. Ich kann den Schlüssel nicht finden und die Bremsen sind kaputt. Hey, vielleicht hatte ich jemanden auf dem Kieker. Hahaha, das glaube ich weniger. Bestimmt nicht. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn du vorbeikommst und mich abholst. Genau aus diesem Grund hatte ich ja angerufen. Abgemacht, bis später. Tschüss. Ethan, du bist so abwesend. Um es kurz zu machen, Ben hat ein gebrochenes Herz. Wie kann ein einziger Mensch so durch den Müll reden? Donnerwetter. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier es wert ist, dass ich es ändere. Tut mir leid, Ben. Ey, der hätte sowieso nie eine Chance bei der. Puh. Ich habe keine Zeit, um nach Hinweisen zu Mom und Dads Verschwinden zu suchen. Andere Leute haben also auch so einen Stift. Es ist meine Schuld. Ich hätte Ashley einfach glauben sollen. Wer könnte die Vergangenheit auf diese Weise geändert haben und warum? Ohne mich. War noch jemand hinter Mom und Dads Verschwinden her? Diese Bilder erscheinen uns nur, weil jemand die Vergangenheit geändert hat. Und das schließt deine Veränderung mit ein. Diese Kori ist schwer zu durchschauen. Wie kann sie sich ohne Stift so frei bewegen? Ich werde sie morgen in der Schule danach fragen. Scheinbar hätte ich ihm den Stift nicht gleich geben sollen. Ethan Kairos. Mal sehen, was er drauf hat. Wenn er uns in die Quere kommt, erledigen wir ihn. Mysteriös. Fortsetzung folgt. Das war's jetzt mit Kapitel 3. Ich sage... Kapitel 2. Wir kommen jetzt ins Kapitel 3. Oh, ich bin so müde. Wir haben Dienstag, also, ja, die Nacht von Montag auf Dienstag, 3.52 Uhr. Ich bin hundemüde und ich freue mich einfach nur, dass das Kapitel jetzt zu Ende ist. Und, also, das war's jetzt mit Kapitel 2. Wir sehen uns dann in Kapitel 3 demnächst mal. Wird ja ein bisschen dauern, bis das Video hochgeladen ist. Okay, macht's gut. Tschüss.